Jetzt brauchen wir erstmal eine Mühle, dass wir unsere Nahrungsproduktion vorwärts treiben. So, 350, das ist in Ordnung, das Material haben wir nämlich alles. Halt, nein, ich wollte ein Lagerhaus bauen. Oh, Boogie, Boogie, du Hornochse. Falsch, ich habe total einen Fehler gemacht. Lagerhaus. Feuer. So, und das kommt nämlich jetzt hier ran. Zack, das ist nämlich relativ zentral. Ja, ist akzeptiert, wird gekauft so. So, können wir eigentlich noch irgendwas veräußern? Das machen wir nämlich auch. Dann haben wir lieber nochmal ein paar Holz, bringt nur 3, Stein bringt 2, Bretter brauchen wir jetzt, dann verkaufen wir Holz, komm. So. Ist ja schön. Als nächstes müssten wir dann nämlich ein Dingenskirchen bauen. Erstmal das hier, damit die Produktionsstraße hier durchläuft und dann kommt unser Dings dazu. Was haben wir hier neu freigeschaltet? Ach, das hier, ja, ja, Wirtshaus. Bringt mir aber nichts, wenn ich keine Dings im Gegenzug habe. Hier. Na, kein Kloster. Wo ein bisschen Trauben und ewig. Ah, nee, da brauche ich das hier dafür. Brauche ich mir Wirtshaus. Ach so, läuft der Hase hier. Nee, 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 nee. Guck mal, die Schweine voll süß. Und dann ist kaputt. Ja, ja, die spawnen einfach. Keine Angst, und hinterlassen dann halt so Leder wie Minecraft. Und Fleisch vielleicht. Wo ist ich hingeblieben? Mühle, ne? 3,50. Ich will das nicht parallel machen. Ich will erstmal das Lagerhaus bauen. Das ist mir gerade wichtiger. 800, meine Fresse. Ihr killt mich echt ohne Witz. Ihr bringt mich echt noch um mit diesem ganzen Geld. Du meine Fresse. Apropos, meine Fresse, wie sieht es überhaupt mit unserem Lebensmittelstand aus? So an sich. 6, 19, 3. Ja, das hat wegen den wenigen Trägern. Aber das hier wird langsam auch eng. Wir können uns eigentlich eins erlauben. Eins können wir uns erlauben. Nein, wir brauchen noch ein Gebäude vorher. Wir brauchen vorher noch. Was brauche ich dafür? Werkzeugschmiede und Wirtshaus. Ach, sei doch ruhig. Wo bauen wir dich jetzt hin? Dass wir da oben nichts hinbauen können, regt mich ein bisschen auf. Da möchte ich nichts hinsetzen. So, Bauarbeiten, jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. So. Gebäude. Komplettes Eck reinpferd, also so, zack. So, bauen, jetzt brauchen wir noch kurz eine Straße. Damit sie ein bisschen glücklicher sind, die Freaks. So, und zwar von hier. Nach da. So, fertig. Haben wir ein bisschen. Das wollte ich jetzt nicht. Ein bisschen Gold. Guck mal, wir haben schon wieder gleich wieder Herbst. Gut ist, die Mühle könnte auch später noch laufen, ist ja nicht das Problem. Noch die Bäckerei, aber was kostet eigentlich die Bäckerei? Mal kurz mal schauen. Ich finde es gut, dass man es anklicken kann, das Ganze mal gucken. 375. Was? 350, ja, geht, es geht. Ja, das scheiß Lagerhaus kostet halt viel, wie solche. Kirche könnten wir auch noch machen, können wir noch Steuergelder reinkriegen, aber gerade nicht. 5 Minuten braucht er. Oh nö. Das ist aber heftig. Ja, könnte ein bisschen schneller gehen eigentlich manchmal. So, deswegen haben wir den Beschleunigungsknopf einfach. Nee, ist mir egal, ob ich eine Aufgabe abgeschlossen habe. Yay! So, bis die Meldung kommt, dass irgendwas abbrennt. Ist mir egal, ob... Oh, Szenario enthalten eine Reihe an Aufgaben, die Spieler erfüllen müssen, um das Szenario völlig abzuschließen. So. Wir müssen allerdings jetzt langsam mal auch darauf achten, dass wir irgendwas hätten. Warte mal. Abreißen geht es. Ja, mach mal weg jetzt. Das ist Deko, ist mir gerade egal. Ich hätte im Gegenzug jetzt gerade noch einen Feuerlöschturm mal. Einfach als Sicherheit. Kostet 2,50. Okay, hat sich gerade so mit erledigt. War das ganze Geld? Wo ist mein Gold hin? Okay, der hat's. Welches? Das da?
Für 56? Meine Fresse. Hab hier Vorstellungen. Ach so, ja, du nervst mich jetzt nur, wenn ich nicht herkomme, dich nicht rausschmeiß, ne? Verzieh dich, so. Haha, bin schneller. Zack, repariert. So, oh, 19 kriegen wir schon. Das ist aber sehr gut. So. Dann kann ich gleich zwei Träger einteilen. Ja, wir müssen jetzt leider echt einen Schnelldurchgang machen, sonst müssen wir ewig warten. Und das möchte ich euch nicht antun, auch meiner und auch mir selber als ungeduldiger Mensch nicht ganz. Eigentlich nicht ungeduldig, aber. Juhu! Unser Retter ist da! Yay! Bretter können wir noch ein paar verchecken. So, das Zeug mal weghauen. Und Steine. Wein und ein bisschen mehr Holz. Das geht ja. So. Und der Rest hat der wahrscheinlich gerade einkassiert. Yep. Perfekt. Sehr gut. Haben jetzt wieder zwei Träger. Das ist schön. Dann bauen wir als nächstes die Mühle und machen Mehl und so weiter, produzieren Brot. Und alles schön im Überschuss. Warte mal, wie viel Stein haben wir eigentlich gerade? Time consuming, ja, ja. 91, warte mal, dann mach du mir jetzt eins. Dann hol du mir Eisen raus aus der Mine. Weil dann können wir nämlich im Gegenzug herkommen und das rohe Eisen eventuell verkaufen. Na, so zumindest der grobe Plan. Flup, 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 flup. Oh, das steht schon, das steht schon. Ja, komm, zack, zweiter Träger, los geht's. So, jetzt sind wir am Start. So, jetzt kommt erstmal die Futterwand dran. Jetzt kommt erstmal die Mühle her. Zack, bams. So, da kommt die Mühle hin. Als nächstes klatschen wir die Bäckerei. Da geht das mit dem Elefanten. Ah, ich glaub's nicht. Können wir dir noch was verkaufen? Fisch? Für 5? Nee, das lassen wir mal. Fisch passt gerade hier. Der Jäger ist mal ja, leicht reduziert. 206. Siehst du eigentlich bitte mit dem Jagdgut aus, mein Herr? 19, also das hebt sich gerade so weit, das ist okay. Jäger. Wobei, ich kein Jäger, ich hätte gerne lieber eine Schweinefarm, wenn dann. Schon die Umwelt. Brauchen wir Getreide und Wasser dafür. Und da fängt es erstmal wieder an. Okay, dann muss es noch warten. Dann lassen wir das erstmal so mit dem Fleisch. Alles gut, dass man erstmal Brot produziert. Na, der ist deaktiviert. Aber da oben bräuchten wir auf jeden Fall nochmal kurz ein Wohnhaus. Okay, klicken wir das Geld weg. Yay. Ja, das Wirtshaus kommt noch. Jetzt stresst mich nicht. Mann! Der wird mal aggressiv. Hä? Ich kann das irgendwie. Hä? Wie? Check ich nicht. Hä? Wie ist das rüberbau? Wenn ich es runterbaue. Aber ach so, weil das ist schon direkt hier im Hang im Grunde. Okay, das ist ein bisschen irritierend jetzt. Wir können auch, glaube ich, noch Wege dazwischen durchbauen, wenn ich es richtig weiß. Stimmt das? Wartet mal. Kurz überprüfen. Bauen. Ach, würde gehen, wenn wir keine Geldprobleme hätten. Weil irgendjemand uns ganze Kohle abgegrätscht hat. Immer das Gleiche, du. Immer das Gleiche. Nö, mach ich nicht. Ich krieg jetzt ohne Support hin. Apropos Support, wo kommt denn der wieder? Juhu, ist bald wieder da. Sehr gut. So, wie sieht denn mit der Zufriedenheit aus? Kann man euch wieder ein bisschen aufs Auge drücken? Bisschen höher können wir mal so 63. Bisschen mehr Gold können wir rausquetschen aus denen. Ja, wir müssen doch echt als Steuereintreiber fungieren. Das ist echt hässlich, Mann. Was? Ach, halt die Schnauze! Dann zahl doch mal Steuern, aber nein, mach ich nicht. Ich bin unzufrieden ansonsten. Aber dann kann ich. Das ist ein Geben und Nehmen. Ich kann auch sagen, ich meine 19 pro Gebäude, wie vorher anstatt 11. Schon mal gut. Ich glaube, später kriegst du aus dem Einzelgebäude irgendwie so. Keine Ahnung.
so 30, 40 Taler raus. Wir pausen hier nach. Oh, geht ja. Sind wir so viel. Ich glaube, bis dahin könnt ihr dann drüber schon. Ja. Oh, ey, habt ihr gewusst, unsere Taler sind verbraucht? Ich wollte es nur angemerkt haben, aber unsere Taler sind verbraucht. Essen. Ja, das passt soweit. Ja, da struggelt es immer ein bisschen rum. Hast Gehball, kommt Brot dazu, dann sind sie ein bisschen happier, glaube ich. Wenn es wenigstens mal. Oh. Das wär's noch. Warum keine Kühe, Leute, liebe Entwickler? Kühe dazu. Schafe, okay, cool, Wolle, aber noch Kühe dazu für Milchproduktion. Das fällt mir gerade ein, das fehlt hier ja voll. Und Hühner für Eier. Ach Gott, mir ist komplett kompliziert jetzt machen. Machen wir gleich wieder einen Farming-Simulator draus. Was ist ein Stardew Valley, nur ein groß. Aber wäre cool, das würde mich eigentlich freuen. Das fehlt mir gerade, fällt mir auf. Doch, das fehlt mir. Bitte. Warum geht's mir schon wieder kaputt, Herr Gast und Relatig? Oh, das Gebäude. Ja, die habe ich gerade entdeckt, danke. Das ist in Ordnung. Gib mal etwas Gas. Ich brauche hier etwas mehr Spaß. So. Lalala. Bausche bin ich Taler. Ich weiß, ich benötige auch ein paar einige Sachen. Kriege ich sie? Nein. Schnauze jetzt mal. Meine Fresse, du. So, was brauchst du denn zum Reparieren? Ich hab's nicht. Wo bleibt unser Freund? Ah, der kommt gleich. Juhu. Retternot. Ohne Scheiß. So, du bist jetzt gleich fertig, hoffe ich. Dann fehlt noch was. Jo, ist er, sehr schön. Der braucht kein Geld mehr. Und tiling-tiling. Hier kommt der Eiermann. Boah, ich kaufe manchmal ein paar Bretter. Ich weiß, das bräuchte man eigentlich gutes Holz. So, das kann man schon mal wegklatschen. So, zack. Das ist mal wieder aus dem Guthabekonto. So, da wir das jetzt hier gemacht haben, die Sache hier soweit fluoresziert. Können wir jetzt auf dem Gegenzug herkommen? Ja, Wirtshaus. Mit dem Wirtshaus, Mann. Die sollen ja dann noch ein bisschen sein, sowas arbeiten, mein Herr. So, jetzt müssen wir da erstmal. Geht es noch näher? Ne, geht nicht näher, oder? Ne, ist maximale. Ja, ist maximale. Gut. Ja, ist okay so. Dann bauen wir mal. So, was ich auch mal können, Herr, über den Frühling dann. Was weiß ich für den Frühling dann? So. Ach, 140, 35 pro ein Teil. Ach du Shit. So, jetzt reparieren wir dich einmal noch kurz. So, zack, das ist auch mal erledigt. Das brennt hier sonst noch irgendwas an? Nein, gut, sehr schön. Der produziert nicht mehr. Das ist okay. Und die können im Frühling dann wieder gleich Gas geben. Das, jetzt wird es langsam. Jetzt kommen wir im dritten Jahr so langsam hin. Das ist schön. Ja, das ist jeder mal, was man hier an Zeit braucht, du. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Kirche steht immer noch nicht. Ewiges Bauprojekt, ewige Baustelle, du. Ey, Berliner Flughafen lässt grüßen, du. Selbst der wird schneller fertig wie unsere Kirche gerade. Na, das sehen wir auch mal die schöne Animation hier, ne. Jetzt trägt er das Mehl nämlich da rein. Dann können wir das eigentlich upgraden. Spezialgebäude Stufe 2. Das wäre dann sogar eine Sache, die würde ich sogar als erstes mit unter den Angriff nehmen. Wir brauchen, oh, apropos, wir brauchen, wie war es mit mehr Steuern? 750, 20 Fisch, 30 Minuten. Alter Vater. Okay. So. So. Ja, es wird so ein bisschen Geld ab. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus jetzt mit unseren Friends? Sie sind soweit. Okay. Beruf wird natürlich neu produziert, weil noch Dings fehlt. Das ist in Ordnung. Ich glaube, eine Mühle reicht für zwei Bäckereien aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zack, weg ist das Geld. Einfach so weg. Es ist weg. Shit, ich habe eins nicht geguckt. Verdammt. Jetzt können wir den jetzt mal andrehen, ne? Wir haben doch bestimmt Roheisen, oder? Ja, 28. Nein, das wollte ich nicht schauen, wie viel wir das verkaufen können. Dammit! Dann halt beim nächsten Mal. Dann halt eben beim nächsten Mal. Ins Kirche ist jetzt auch mal ein Bergwerk, muss dringend repariert werden. Echt jetzt? Kostet? 75. Ach du Schande. Gott, oh 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 Gott. Wo soll denn das Geld noch hernehmen, du? Eieiei. Wie geht's eigentlich dem Jäger da aber? Na, jetzt mach mal. Ach, verzieh dich doch. So, 20 hat er, okay, Tierbestand erholt sich. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab kein Geld, ich hab kein Geld. Ja, ich glaub, wie es mir geht. Meine Fresse.
Dann bräuchte man echt noch eine andere Forsthütte, noch eine dritte. Ich glaube, die reiße ich aber. Wo reißen wir die hin? Wo es eigentlich recht gut bewaldet ist, soweit. Eigentlich hier, ne? Das sieht gut aus zumindest. Da könnte man das machen. Könnte ich mal ein bisschen Gold noch kriegen? Wäre das möglich? Ich müsste eine Forsthütte reparieren. Ein Bergwerk. Hallo. Und vor allem, wenn man dann so. Wie heißt der Chip? Ich sag's euch gleich mal. Der war glaub hier. Hier, sowas. So eine Schreinerei haben die reparieren ihr Gebäude, ne? Alles reparieren, ne? Ach so, mit dem, ja, aber da. Baut auch Häuser. Also repariert Häuser. Jedes Gebäude mit einem gewissen Umkreis. Mein hat er sie nicht verbraucht. Und jetzt repariere ich mal das Bergwerk mal, bevor die Bude fackelt. Das kostet 76. Ich brauche das Geld, wieder, nimmst du jetzt weg. Ich erschlag dich. Spuckt hier jemand. Welches Wohnhaus? Jetzt erstmal das Bergwerk, das war als erstes dran. So. Dann kommt das Wohnhaus. Und dann reden wir weiter. Genau, dass man sowas nicht machen muss, weil der läuft nicht dann durch. Und da ist aber auch wieder der Fall, da brauchst du dann echt Material und Kohle, weil irgendwann ist die Stadt so groß. Ist. Kannst du vergessen. Da kommst du nicht mehr mit klar. Oder wir bauen so eine Forsthütte aus. Also ist ja, das können wir noch nicht, ne? Ja, auch die marodiert auch schon wieder vor sich her. Ja. Müssen erstmal Geld sparen, können erstmal ein paar Gebäude reparieren. Ja, das ist wahrscheinlich die da oben jetzt, ne? Das war ja klar. Ich hoffe, der hat jetzt seine ganze Kohle, die er braucht. Aber wahrscheinlich nicht. Flups. Komm, wisst ihr was? Wir schwulen jetzt ein bisschen vor. Ein bisschen rauszoomen. Vorschwulen. So, gib ihm. So, 21. So, ist gut. Wo ploppt dann wieder das nächste auf? Da. Oh, nee, ich glaube, der hat sie jetzt, oder? Ja, der müsste es haben. Oh, das ist schön. Holzdienstleber das ganze Geld ab. Nee, dem hat noch was gefehlt. Waren das deine 20? Ja, die 20 haben noch gefehlt. Sehr schön. So, du brauchst wahrscheinlich jetzt mehr. Du brauchst 57. Oh mein Gott. Bin ich froh, wenn die Bäckerei steht. Sind glücklich, was das Essen betrifft. So, zack. Dann die Forsthütte da oben. Oh, der Händler ist wieder da. Hallo. Warte mal. Falsch. Hier. Was können wir die andrehen? Genau, das Zeug hier. Gibt 6, ja, ist egal. Hau weg, komm, alles. Zack. So, dann können wir jetzt mal die Hütte da oben reparieren. Dann ist die jetzt weggetilgt. Dann bräuchten wir aber jetzt als nächstes wirklich echt mal die Kirche. 650, ja komm, mach's. Fang an, dass das Projekt endlich mal weg ist. So, Fisch würde ich behalten. Dann können wir noch die Schweinhaut hier verkaufen. So, das gibt nochmal 64 dazu. Und dann noch ein paar Bretter. Eigentlich nicht, die brauchen wir auch noch. Die Kirche frisst gleich mal der Geld. Flupp, weg ist es. Aber dann kommen wir jetzt langsam auf den Pegel, wo es passt. Und für die Schweinehütte brauchen wir was? Oh, der mit seiner Brauerei, der nervt mich gerade. Das machen wir noch, jetzt aber Piano. Ach, Schweinefarm brauchen wir dafür, ne? Für die Schweinefarm brauchen wir Getreide und alles. Das können wir ja schon im Frühling anfangen. Vor allem brauchen wir dann vielleicht sogar noch eine zweite Farm und alles. Oh, so viel zum Thema, können wir schon im Frühling anfangen. Ha! Wenn ihr Gebäude abreißt, bekommst du die Hälfte der Baukosten zurück. Allerdings liegen die Rohstoffe dann in den Ruinen des Gebäudes und müssen erst abtransportiert werden. Bau kein neues Gebäude auf die Ruinen, denn die Rohstoffe sind dann weg. Oh, ja, das wäre doof, ne? Wenn die Kirche nicht da ist, sind die auch ein bisschen happier und so, ne? Das Übliche halt. 62, ne? Das lassen wir jetzt mal so, mit dem Steuern und allem. So, da können wir jetzt wieder... Oh, ich brauche Gebäude, ich brauche mehr Siedler. Townsmans. Bauen. So, jetzt komm mal her, mein Friend. So. Da brauchst du jetzt mal eins hin.
Kann ich noch was verkaufen? Ja, könnte ich.